Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Fallout 3. Ich bin zu euer Donner, jetzt folgen wir weiter, habe ich mir gedacht. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und wir sind dann bei der Museumsstation, wie ich gerade sehen konnte. Und wir haben ein kleines Problem, denn wir sind ein bisschen angeschlagen. Wie man auch deutlich merkt, ist unser Kopf verkrüppelt, also das ist nicht geil. Schnell mal schauen, ob ich hier irgendwas Nützliches finde, zum Beispiel ein Stimpack wie jetzt. Gar nicht mal so unpassend. Ja, ich bin wirklich ein bisschen verkrüppelt. Scheiße. Gut, wir sind fast da. Wir sind wirklich fast da. Und hier ist ein Schalter und wir müssen die Tür öffnen. Genau. Ich habe vergessen, zwischen Fahrt zu speichern. Und ich glaube, wenn ich, sobald ich die Tür öffne, werden erstmal ein paar mir entgegenspringen. Da steht er schon, da guckt er schon. Und da macht er einen zweifachen Salto. So kennen wir das. Unsere Lieblingssportart. So. Ich krüppe immer noch ein bisschen rum. Und hier ist ein Billardtisch, sehe ich gerade. Tja, klar, der Gu hat den Raider mal eben umgeklatscht oder was. Das ist natürlich auch sehr schön. Wollen wir eine Runde Billard spielen? Na, ich weiß nicht. Wir müssen ein bisschen Zeit verschwenden. Oh, hier liegt Krocknert der Barbar. Und da wir unser neues Extra hier haben, kriegen wir jetzt zwei Fertigkeitspunkte dafür. So, wo haben wir den denn? Krog, Nack, der Barbar. Nahkampf um 2 erhöht, das ist sehr geil. Und hier liegt ein Bett, endlich. Endlich ein Bett zum Pennen, das ist geil. Wir sind gleich bei der Museums im Straße. Da ist auch das Washington Monument und der und das Parlamentsgebäude von Washington. Also, da werden wir einiges wohl noch finden, Leute. Hinter dem Gebäude war auch noch einiges Geiles. Oh ja, da wird es viel geben und ich glaube, da war noch eine Stadt. Schauen wir gleich mal, ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen, weil es sehr geil. Sehr geil. Da vorne ist Raider. Okay. Haben wir hier noch was? Ja, da vorne geht es auch zum Raider-Gebiet anscheinend, weil hier über Raider Leichen super rumhängen. Also Raider haben die Leichen über aufgehangen, das meine ich. Der hat einen Schrotflinte, glaube ich. Ja. Ganz geil. So. Irgendwie konnte er mir trotzdem keinen Schaden machen. Haben wir die Remington Combat eigene mitgenommen? Ich glaube schon, ne? Und Level erhöht. Mal schauen, schon Level erhöhen, krass. So, dann machen wir den auf 50 hoch. Dietrich machen wir nochmal 5 höher. Medizin machen wir auch nochmal 5 höher. Dann sind wir bei 50 bei Medizin. Und wo wir Wissenschaft machen wir auch nochmal um eine. Obwohl machen wir mal einen auf Sprache. Das wäre jetzt, glaube ich, angebracht. Falschen und so brauchen wir ja noch nicht. Heller Kopf. Warte mal. Erfahrungspunkte weiter. Oh! Noch mehr werden beim Gewinn von Erfahrungspunkten nochmal 10% Erfahrungspunkte mehr hinzu generiert. Das ist natürlich sehr geil. So, dann wollen wir mal kurz die Remington reparieren. So, schon besser. Da hinten ist nichts. Wir müssen hier, glaube ich, durch. Oder? Ja, scheint so. Ich denke hier rechts lang, weil hier ist der Weg schon lang und breit. Wir müssen vorsichtig sein. Ich glaube, die sind nämlich auch irgendwo Minen versteckt. Das wäre natürlich nicht geil, auf eine Mine zu treten. Okay, hier oben geht's raus. Dann haben wir die Metro hinter uns gebracht erstmal. Aber da die Metro leider das zentrale, der Zentralkern der Stadt ist und wir uns da drin gut bewegen können, werden wir noch sehr oft in die Metro zurückkehren müssen. So, und du bist jetzt erstmal ruhig, lieber Raider. Sonst raide ich gleich deine ganze Anstalt hier. Okay. Wenn das nicht anders haben will, dann machen wir mal ein bisschen auf Entfernung spielen. Na, nicht getroffen. Leider, schade. Rennt er weg? Ach ne, der kommt zu mir. Okay. Nein, ich will nicht sterben. Tja. Hast du mal Glück gehabt, ich habe jetzt keinen Bock, dir hinterher zu rennen. Dein Kumpel hat auch keinen Kopf mehr. Den habe ich auch schon abgesäbelt. Naja, eigentlich weggesprengt mit einer Kugel.
Tut, ist trotzdem nicht angenehm. Okay, Washington Monument ist unser nächster Halt. Und dann gehen wir, obwohl sollen wir erst zum Washington Monument jetzt? Oder ich weiß nicht, eigentlich müssen wir zum Museum eher. Und wir sind jetzt nämlich beim, ja, beim Washington Monument. Und wir müssen zum Technischen Museum weiter und ich habe irgendwas gehört. Okay, hier sind Lampen überall. Ist er. Scheiße. Irgendwas greift mich an. Oh shit, ein Supermutant. Okay, komm her. Sein Kackkopf mit deinem Metallfest ist auch geil. Scheiße, ich werde von allen Seiten bombardiert. Oh oh. Wo ist er? Oh shit, da oben sind auch noch welche. Ja. Was wollte er denn machen? Der hatte eine Granate! Oh, Glück gehabt. Ich werde mich jetzt ausnahmsweise mal nicht um die kümmern und wir müssen darüber. Warum wir darüber müssen? Weil da hinten was Geiles ist. Aber hier sind überall Supermutanten und ich möchte jetzt ungern gegen 200 Supermutanten kämpfen. Die rummern später mal. Da müsste ich nämlich jetzt durch den Schützengraben durchklettern und alles. Ja, ich muss eh hier durch. Genau. Hier vorne ist das Parlament von DC. Und hier drüben ist, glaube ich, auch noch ein Museum. Oh shit, jetzt kommen sie alle. Ich bin lieber... Ach du Scheiße, das ist ein starker. Okay, da brauchen wir auch eine stärkere Waffe. Wobei, das Hunting-Würfel ist schon übelst stark. Remington Combat, komm mal her, mein Freund. Ha, daneben geschlagen. So, den haben wir schon mal. Den haben wir schon mal. Das war nämlich nur ein starker Supermutant. Zack. Oh shit, ich glaube, das ist auch gut. Das ist wenig normaler. No, ich hasse die Viecher. Ja gut, komm. Ein bisschen Radioaktivität tut nicht weh. Du kannst so viel schreien, wie du willst. Du musst jetzt sterben, Alter. Nein, lad nach. Lad doch schneller nach. So. Die KI von den Supermutanten ist ein bisschen behindert schlecht, okay. Weil, okay, ich sollte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen. Gleich kommt nämlich einer an mit einer Minigun und klatscht mir auf dem Leben. Das wäre nicht so geil. Schön, dass wir ein bisschen die Waffen jetzt mehr reparieren können. Das ist sehr geil. Oh Gott, ey, was das eine Aktion. Bin froh, dass ich das überlebt habe. Hier unten gibt es auch noch irgendwo einen Bunker, glaube ich, ne? Nun gut, dann schauen wir uns mal schnell eine Runde um noch hier. Ich glaube, hier gab es nämlich wirklich einen Bunker. Vielleicht können wir hier was looten. Das wäre geil. Oh, scheiße, wo ist der denn jetzt? Ja, da oben. Aber ich möchte, habe keinen Bock auf die. Ich habe wirklich keinen Bock auf die. Ich habe keinen Bock auf euch. Verpisst euch aus Washington. Ihr habt halt eine Minigun. Geil. Oh, jo, 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 jo. Wir müssen fliehen. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Was heißt, ich hab keinen Bock mehr? Ich hab keinen Bock zu sterben, das ist nämlich. Wir haben jetzt leider nichts zum Unsichtbar machen. Warte mal. Shit. Ich hab nur noch so Bohrmeat. Dann kriege ich natürlich wieder. So, egal. Da zahlt uns, glaube ich, ein bisschen über die Zeit. Ja, sehr schön. Oh mein Gott. Nein! Was? Oh, you fuck! So, weiter geht's. Ich bin hier stehen geblieben. Ich habe eine Minigun gefunden. Bin fast tot. Aber dafür kriegt ihr jetzt hier einen auf die Fresse. Und jetzt stirbst du endlich mal, ja? Boah, knappe Aktion. Aber wir sind auf der anderen Seite angekommen. Und... So, ich muss einmal ordentlich husten. Weil ich, ja, keine Ahnung, weil ich ein bisschen Husten habe. So.
Und wir haben es gleich geschafft. Da vorne wollte ich hin. Denn dort vorne ist meines Wissens nach eine kleine Zuflucht gewesen. Da war nämlich, glaube ich, eine kleine Stadt. Da können wir handeln, da können wir unser Leben regenerieren und alles. Yep, da ist es, das Museum. Sehr schön. Oh, oh shit, da ist noch einer. Fuck. Egal, komm, alles reinhauen. Alles, was irgendwie Leben bringt, reinhauen jetzt. Scheiß auf Verstrahlung, ehrlich. Oh shit. Mit dem lege ich mich nicht normal an. Der hat mir gerade schon fast das Leben gekostet. Und wir haben das Geschichtsmuseum gefunden. Sehr schön. Ein bisschen Verstrahlung muss sein. Ja, ja, ja. Dann kommt der Spaß ganz von allein oder so. Alter, was war das denn? Und das ist, wie es gleich schon heißen wird, Underworld. Und in Underworld, da leben nämlich Ghule. Und die laufen. Okay. Und die laufen alle irgendwie vor mir weg, außer er. Oh, Hallöchen. Freut mich. Ich Boah, der sieht gruselig aus mit den roten Augen. Schön, Sie kennenzulernen, Quinn. Gleichfalls. Hier sind umherwandernde Menschen gar nicht gern gesehen. Aber ich habe auf meinen Reisen so einige kennengelernt. Ist das Linkenmobile hier irgendwo? Ja, östlich von hier. Da hat sich eine Bande mit Knarren verkrochen. Ach so. Okay, ich muss los. Tschüss. Da haben sich Leute bei dem linken Memorial es gemütlich gemacht. Wer das nicht kennt, das Was geht hier vor? Das Lincoln Memorial ist What the fuck? What the fuck? Was geht bei denen denn ab? Okay, das ist jetzt ein bisschen behindert. Weil die verstrahlen einen damit ganz schön. Hier liegt ein Ghoul auf dem Boden. Den nehme ich mal mit. An der Wand. So, alles gut. Vorsicht, steht hier immer noch. Ja. Okay, ich würde sagen, da mache ich an dieser Stelle einen kleinen Cut. Da liegt nämlich jemand. Da liegt eine menschliche Frau. Und kein Ghoul. Was es mit der auf sich hat, das werden wir im nächsten Part erfahren. Hoffe ich, hat der Part heute gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ciao.